was, Barbie was auch immer, es ist Wabi-Sabi, kommt aus Japan. Aber dabei ist wirklich das Spannende, dass es um eine gewisse Geradlinigkeit geht, ein aufgeräumtes Wohnzimmer, Schlafzimmer oder letztendlich einfach ein aufgeräumtes Zuhause. Perfekt sollte es nicht komplett sein, sondern dort ist eigentlich das Imperfekte ziemlich wichtig. Dass zum Beispiel eine schöne Oberfläche kann auch letztendlich mal Macken und Schrammen und so weiter haben. Mit welchem Film assoziierst du Töpfern? Mit Töpfern assoziieren 80er Jahre, Demi Moore, wo sie zusammen an der Töpferscheibe stehen, aber der ist einfach nur toll. Ist Wabi-Sabi das neue Hygge? Definitiv.